Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft immer ganz besonders einfach. Heute geht es um Quartierslösungen, also Quartierskonzepte im Sinne der Energiewirtschaft. Was sind erstmal Quartiere? Das ist je nach Definition schlussendlich alles von zwei Gebäuden bis hin zu ganzen Siedlungen oder Stadtvierteln, die in einer bestimmten Form zusammenhängen und deswegen in einem Quartierskonzept auch in einer bestimmten Form zusammengefasst werden können. Und zum Beispiel eine gemeinsame Energieversorgung, ein gemeinsames Energieeffizienzkonzept oder eben etwas Ähnliches bekommen können. Und da habe ich jetzt schon angedeutet, worum geht es denn konkret im Sinne der Energiewirtschaft. Es geht zum Beispiel darum, eine Energieversorgung vor Ort zu ermöglichen, zum Beispiel mit erneuerbaren Energieanlagen, die auf den Dächern im Sinne von Photovoltaik oder Solarthermie installiert sind oder zum Beispiel im Keller im Sinne von Blockheizkraftwerken, also Mini-Blockheizkraftwerken und zum Beispiel auch die Nahwärmeversorgung übernehmen. Insgesamt geht es natürlich auch um übergreifende Themen wie Energieeffizienz, also energetische Stadtsanierung, um zum Beispiel den Wärmeverbrauch zu optimieren, um zum Beispiel die Lüftung zu optimieren und eben schlussendlich hier die Energiewende auch direkt vor Ort im eigenen Haus umzusetzen. Ein wichtiges Ziel dabei ist natürlich die Minimierung des Gesamtenergieverbrauchs. Schlussendlich sind wir im Sinne der Energiewende, des Klimaschutzes und überhaupt der gesamten Digitalisierung jetzt auf einem Weg, bei welchem wir unser Leben, unser Zusammenleben, unsere Infrastruktur verändern. Und das läuft schlussendlich darauf hin, hinaus, dass wir im Sinne der Digitalisierung immer mehr Geräte haben werden, die auch immer mehr Strom verbrauchen werden. Gleichzeitig wollen wir den Wärmesektor und den Verkehrssektor im Sinne der Sektorenkopplung mit Strom betreiben, weil wir diesen Strom eben auch sauber produzieren können. Und schlussendlich müssen wir deswegen viele, viele Dinge verändern und auch schauen, wo wir vielleicht Strom oder Energie allgemein einsparen können, damit wir eben weniger zubauen müssen und mit dem auch schon auskommen können, was wir haben oder was wir aktuell weiter ausbauen. Und dementsprechend stellt sich also auch die Frage, wie können wir im Alltag unseren Energieverbrauch etwas besser einsparen? Und dafür gibt es Energieeffizienzansätze. Das ist die Dämmung, das ist wie gesagt sowas wie Lüftung und Wärmeeffizienz. Und genau da fangen auch übergreifende Quartierskonzepte an. Das läuft also natürlich auch auf Emissionsreduktion, CO2-Reduktion hinaus, auf eine Nahwärmeversorgung, zum Beispiel durch die kleinen Mini-Blockheizkraftwerke, die im Keller stehen. Die schaffen nicht nur den Strom, den sie vor Ort erzeugen, sondern die schaffen natürlich auch eine gewisse Wärme, auch eine Abwärme meistens. Oder wenn es sich um KWK, also Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen handelt, dann wird die Wärme gleich aktiv mit erzeugt. Und genau das kann dann in ein Gesamtwärmenetz eingespeist werden, welches dieses Quartier ganz besonders effizient eben versorgt. Und wenn es viele solche Anlagen gibt oder wenn es auch mal Solarthermie auf dem Dach gibt oder noch andere Möglichkeiten, dann hat man eben eine ganz besonders effiziente Wärmeversorgung direkt vor Ort und braucht keine Gaslieferung, braucht keine Öllieferung, braucht keine Kohle oder eben auch keine richtig großen Fernwärmekraftwerke, sodass man auch hier einen nächsten Schritt gehen kann in Richtung der Energiewende. Es stellt sich natürlich die Frage, wer bezahlt das dann auch am Ende des Tages? Und das Schöne ist, es gibt dafür relativ viele Fördertöpfe. Der Bund, die EU oder auch viele Länder schaffen Fördertöpfe und damit schlussendlich Fördergeld, welches genau diese Konzepte sinnvoll finanzieren kann. Zum Beispiel bietet die KfW mit dem Modell energetische Stadtsanierung eine Möglichkeit, um so ein Sanierungskonzept zu erstellen und eben dafür die Kosten zu übernehmen oder dann eben auch zum Beispiel so etwas wie einen Quartiersmanager einzustellen, der sich um die konkrete Alltagsorganisation und Koordination kümmern würde. Und genau so kann man schlussendlich als Stadtvertreter, als Politiker, als Stadtwerk oder eben als jemand, der sich genau darum kümmern möchte, hier vor Ort als Contractor zum Beispiel die Energieversorgung weiterzuentwickeln, die richtigen Schritte jetzt gehen und sich mit etwas Geld eindecken und einfach loslegen, die Energiewende in einer Quartierslösung vor Ort umzusetzen. Das war's für heute mit Energiewirtschaft einfach gemacht. Das Thema waren Quartierskonzepte. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu, dann schreibt die unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.